Das ist, oder besser gesagt, war der Anblick des ehemaligen Rennpferdestalls im Thalwitzer Ortsteil Röcknitz am Rittergut. Eine bröckelnde Fassade an allen Ecken und Enden, das Dach undicht und im Inneren dieses denkmalgeschützten Hauses alles verfallen. In so mancher Gemeinde wäre so ein Gebäude über kurz oder lang abgerissen worden oder würde zumindest weiter verfallen. Nicht so in Röcknitz. Hier hatte die Hartnäckigkeit des Bürgermeisters der Gemeinde Thalwitz, Thomas Pöge, und das Engagement des Heimatvereins Erfolg. Nach vielen Ideen, Nutzungskonzepten und der schwierigen Suche nach einer Finanzierungsmöglichkeit ergab sich tatsächlich eine Chance. Die Gemeinde Thalwitz erhielt 4,1 Millionen Euro aus den Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregion als eine der ersten Gemeinden der Region überhaupt. Nach dem positiven Fördermittelbescheid erfolgte im Frühjahr 2023 der Start der Baumaßnahme im Projekt Saulis – spektakuläres Arbeiten und Leben im Supervulkanzentrum. Und jetzt, anderthalb Jahre später, ist der Rennpferdestall kaum wieder zu erkennen. Im Gebäude sind nun drei Nutzungskonzepte vereint. Eigentlich noch fast ein Viertes hinten dran, das Nahwärmenetz. Also wir haben hier hinten einen Museumsbereich, wir haben einen Arbeitsbereich, wir haben Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist alles aber wiederum im Einklang zu sehen, weil wer jetzt hier zum Beispiel mal vielleicht mit einem Team herkommt und sagt, ich will hier ein paar Tage arbeiten, weil wir ein Projekt machen müssen, die können sich eben auch die Ausstellung mit mal in ihrer Freizeit angucken, die können hier an einem Ort übernachten, die können hier draußen das Außengelände nutzen. Was wir hier auch mit anbieten können, weil der Kindergarten daneben ist, auch hier und da in Spitzenzeiten, dass da auch mal jemand vielleicht ein paar Tage sein Kind mit betreuen lassen kann. Das ist alles hier auch mit entsprechend angedacht. Im Erdgeschoss kann künftig die neue Supervulkanausstellung des Geoparks Porphyrland besucht werden. In zwei Ausstellungsräumen wird der Besucher eindrucksvoll und an vielen Stellen auch interaktiv mehr als 290 Millionen Jahre zurück in das Perm-Erdzeitalter geführt. Eine Zeitreise in eine Phase mit sehr viel explosivem Vulkanismus. Die Urgewalten einer längst vergangenen Zeit warten in der Ausstellung auf ihre Wiederentdeckung, denn die Erde zeigte in dieser Zeit ein fremdartiges Antlitz, in dem fast alle Kontinente zu einer einzigen Landmasse vereint waren. Eine Etage höher sind mehrere großartige Coworking Spaces entstanden. Orte des Zusammenarbeitens, in denen Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Drucker, Bildschirme, Internet sowie Besprechungsräume gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden. Ausgestattet mit Glasfaser-Internet, Küche und Selbstbedienungscafé können hier Angestellte, Unternehmer, Freiberufler und Privatpersonen in moderner Atmosphäre arbeiten. Schließlich beherbergt das frisch sanierte, denkmalgeschützte Gebäude im Dachgeschoss ein großes Ferienzimmer und mehrere Einzelzimmer zur Übernachtung für Nutzer der Coworking Spaces, Seminargäste oder einfach nur Besucher dieser sehenswerten Region. Einmal im Prinzip die mit dem Coworking zusammen, hier vielleicht als Team arbeiten wollen. Und das Zweite ist, wir haben ja hier oft im Herrenhaus Familienfeiern und da werden immer parallel zu den Feiern auch immer Übernachtungen gesucht. Am 15. August wurde aber erst einmal gefeiert. Gäste aus Politik und Wirtschaft, des lokalen Vereinslebens, aber auch Bürger aus Röcknitz waren gekommen zur offiziellen Schlüsselübergabe vom verantwortlichen Architekturbüro Weidemüller an den Bürgermeister und damit auch an die Einwohner des Ortes. Der heutige Tag trägt dazu bei, wirklich richtig stolz zu sein, mit Abstand stolz zu sein auf das, was geleistet worden ist. Und wir spielen da zwei Sachen mit. Zum einen Thalwitzer und zum anderen regionales Planungsbüro mit einer Aufgabe, die nicht alltäglich ist. Und der Stolz überwiegt über allem gerade aktuell. Wir sind nicht ganz fertig, weil was alles noch abgerechnet werden muss. Aber gebaut ist erstmal alles, kann alles losgehen und Riesenstolz gerade aktuell. Prominenter Besuch aus Dresden war auch mit dabei. Thomas Schmidt, sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung und glühender Verfechter des Sanierungskonzeptes, machte sich persönlich ein Bild von der unglaublichen Wandlung des Gebäudes. Als ich das erste Mal hier war und mir das Projekt vorgestellt wurde und ich habe das Gebäude gesehen,
Da habe ich schon erstmal etwas tief Luft holen müssen, wo ich gesehen habe, Mensch, ein tolles historisches Gebäude, aber der Zustand war schon schwierig. Und wenn man heute sieht, was hier die Gemeinde unterstützt von einem riesen Kreis an Unterstützern daraus gemacht hat, ermöglicht durch Mittel aus dem Investitionsgesetz Kohleregion, das ist einfach großartig. Aber das Allertollste war, die Menschen selber zu erleben, mit welchen Stolz, ja schon fast Rührung, sie über dieses Projekt gesprochen haben und wie dankbar sie sind, dass sie es jetzt geschafft haben, einfach sensationell, wie die sich durchgekämpft haben und was hier vor allen Dingen entstanden ist. Für den Erhalt des Rennpferdestalls hatte nicht zuletzt auch der Heimatverein Rücknitz-Treben e.V. gekämpft. Von Anfang an war der Verein auch in die Planung der Gebäudesanierung mit eingebunden. Der Heimatverein hatte ja schon vor etwa 15 Jahren die Lust gehabt, diesen alten Bau aufzubauen, zu renovieren und so weiter und zu nutzen. Aber finanziell war das nicht möglich, Heimatverein. Der Heimatverein ist dieses Jahr nur 21 Jahre. Wir haben gesagt, das mit dem Umbau ist für uns ein Lottogewinn. Wir freuen uns. Als Hauptsache freue ich mich, ich war auch Handwerker, mein Sohn hat die Firma übernommen. Ich bin jetzt Rentner und ich weiß, dass viele Firmen aus der Gegend Arbeit bekommen haben und das Ding gebaut haben, nach allen Regeln der Kunst. Offizieller Startschuss für die Nutzung des Gebäudes ist der 1. September 2024. Einweihung war erst einmal Zeit zum Feiern und natürlich Bestaunen des vermutlich aktuell modernsten Gebäudes in ganz Rücknitz.